Content Square. Es gibt viele Lichter. Ja, und ich habe Neuigkeiten. Ich bin jetzt ab jetzt bei Greenau und werde euch täglich so 2-3 bis 4 Mal in der Woche ungefähr direkt aus meinem Leben aus New York berichten und am Livestream kleine Videos hochladen. Ihr könnt mir auch über meine Social Media irgendwie Wünsche und Vorschläge natürlich schicken. Am besten über Instagram, Twitter, Facebook, einfach irgendwas sagen, was ihr gerne sehen möchtet. Von meiner Seite aus, ich werde euch so ein bisschen über mein Leben hier als Model in New York erzählen, was ich jeden Tag hier mache, erlebe, wo man so ausgehen kann, abhängen kann, die coolsten Locations, Shopping-Tipps, Restaurant-Tipps, auch so ein bisschen aus meinem Privatleben, wo ich so gerne hingehe, wo ich hinreise, von meinen Shootings, Backstage, Making-ofs und alles drum und dran. Also so eine kleine Einsicht aus New York live dabei. Und da werde ich jeden Tag so ein bisschen ja, was zeigen, was interessant ist. In New York gibt es immer sehr viel zu erleben, gerade in meinem Job, in meinen Reisen, alles drum und dran, meine Fotoshoots, Videoshoots. Morgen geht es auch direkt los, also morgen gehe ich zum Friseur, mache ein kleines Fitting. Ich habe am Donnerstag einen kleinen Job für einen Haarkunden und habe ich ganz schick gemacht und alles drum und dran. Und dann könnt ihr ein bisschen zuschauen, wie es so hinter den Kulissen abgeht und ja, was ich morgens mache, um mich so vorzubereiten, sich beim Sport und so alles drum und dran. Und dann könnt ihr mir ein bisschen zuschauen. Ich werde euch ein paar Fitness-Tipps, Ernährungstipps, auch Beauty-Tipps und Geheimnisse der Models, Trick, ja, Stars und Sternchen quasi verraten. Und ja, also ich bin auch offen für Anregungen. Ihr könnt auch gerne mit mir kommunizieren über Instagram, Twitter, Facebook und alles drum und dran. Und mir einfach Fragen stellen. Fragen stellen, was ihr so gerne machen möchtet. Und wo ihr gerne mich auf Reisen schicken würdet, was ich berichten soll. Und auch gerne auch private Fragen. Wenn ihr irgendwas wissen möchtet über mich, könnt ihr das so auf meinen Social Media Accounts stellen. Und die besten Fragen werde ich dann hier in meinem Livestream mit euch behandeln. Und ja, dann könnt ihr mich einfach drauf losfragen, was ihr wollt. Und ja, so ein bisschen hier Times Square, yay! So ein bisschen neu für mich auch. Also ich habe zwar ja, Twitter und Instagram und alles, aber so dieses Livestream ist auch ganz neu für mich und deswegen ist es so richtig cool. Und ich freue mich auf diese App und ein bisschen mehr in Kontakt mit euch, meinen Fans natürlich, so ein bisschen zu sein aus Deutschland. Und ja, da freue ich mich drauf. Und ich hoffe, ihr klickt alle fleißig meinen Account an. Auf Instagram, Facebook, Twitter. Und schickt mir alles, alle eure Fragen und Wünsche und Ideen, Anregungen, was ihr halt so sehen möchtet. Und ja, ab morgen geht es dann direkt los. Bin bei meiner Agentur, Castings. Und geht zu diesem Friseurtermin, um meine Haare schön zu machen. Und dann schicken wir auch nächste Woche. Ja, das ist alles Lichter. Crazy Times Square. Das ist so ein bisschen typisch New York. Alle kommen hierher. Ich kann mich noch dran erinnern, wo ich das erste Mal in New York war. War ich genau hier, vor 4 Jahren ungefähr. Da stand ich hier mit ganz großen Augen und so, wow, das ist New York, ich bin hier. Und ich konnte mir damals nicht vorstellen, hier zu wohnen, aber mittlerweile bin ich hier schon seit 4 Jahren und ich komme nicht mehr los. Klar, ich lebe in einem bisschen ruhigeren Ort als in den Times Square, hier so ein bisschen ganz viele Leute. Hier ist es auch immer laut und alles, ganz viele Shows. Broadway ist hier, da kann man sich die ganzen Musicals und Broadway-Shows anschauen. Und eigentlich ist es immer ganz spannend. Aber ich vermeide Times Square als eingesessener New Yorker, weil immer hier sehr viel los ist und Touristen und alles drum und dran. Ja, ist gerade fast jemand reingelaufen. Hier, New Yorker Taxis, wo sind die? Und mit welcher Braut gibt es keine? Das kommen sie natürlich nicht. Ja, so, ich gehe selber jetzt gerade noch, treffe ich mit Freunden und gehe zum Schauspielunterricht und Vocal Coaching. Ich mache das immer abends neben einem Model, so mein kleines Hobby und so ein kleines, ja, ich arbeite an ein paar kleinen Projekten neben dem Model und das mache ich jetzt. Da gehe ich jetzt hin. Und ja, schaut mir zu. Ab morgen gibt es Shootings, Details und alles drum und dran und könnt ihr mir zuschauen, mein Fotoshoot.